Erklärung: Es ist Antwort A. Der Tischtennisball bewegt sich im ersten Moment der Bewegung in die gleiche Richtung wie das Gefäß. Durch die Trägheit des Wassers sammelt sich mehr Wasser auf der der Bewegung entgegengesetzten Gefäßseite. Der luftgefüllte Tischtennisball erfährt im Wasser eine Auftriebskraft, die im ersten Moment auf der rechten Seite stärker ist, da dort ein höherer Druck herrscht. Dadurch bewegt sich der Ball nach links. Wenn wir einen zweiten Tischtennisball an einem Faden unter dem Gefäß hängen lassen, sehen wir den Gegensatz in den Bewegungen besonders deutlich. Der Tischtennisball im Wasser bewegt sich in die gleiche Bewegungsrichtung, der Tischtennisball in der Luft in die entgegengesetzte Richtung. Genauso beobachten wir es bei einem mit Helium gefüllten Ballon im Auto. Sobald wir losfahren, bewegt sich der Ballon nach vorne, da die Luft durch ihre Trägheit nach hinten befördert wird und dort der Luftdruck leicht zunimmt.